Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 11. August 2022, und unser DAX, der ist hier gehäschelt ohne Ende. Der hat fast Schaum vorm Mund und ist hier schwebend über dem Boden ein ganz gutes Stück wieder vorwärts gekommen. Wir hatten uns den Kerl gestern angeguckt und hatten festgestellt, dass er eine ja fertige Flagge hat, dass er die 520, 5. Was hat man gesagt? 520, 45? Ne, irgendwie so in dem Dreh rum, ne? Dass er die unten aufgelöst hat und somit quasi in einem fertigen Flaggenabschnitt steht und jetzt eigentlich dann nur zeigen sollte, dass er Stärke hat, indem er über die, was haben wir, 15,360, 15,370, 15,380, irgendwie sowas, haben wir gesagt, dass er darüber muss, um Stärke zu zeigen, und dann auch wieder über die 680, 700 drüber. Das hat er getan. Das heißt, er hat alle die Kriterien erfüllt, die wir angeführt hatten, um eine Trendfortsetzung mit einzuleiten. Und demzufolge bleibt mir jetzt gar nichts anderes übrig, als hier eine Trendfortsetzung auch anzusprechen. Sollte unser DAX also weiterarbeiten können oberhalb der 13.700 und sich nicht den ganzen Tag damit begnügen, hier einen Rücklauf reinzutreten, hätte auf jeden Fall jetzt als nächstes Ziel die 13.800 nochmal. Da kann er einmal kurz drüber gucken, ein bisschen rumzappeln, später dann auf die 13.865 anlaufen und dann schon vielleicht mal probieren, ob vielleicht ein 900 drin ist, 960. Das sind alles schöne Anlaufmarken dann jetzt hier von unten. Wichtig wird halt bloß, dass sich 700 von oben verteidigt. Da Donnerstage allerdings auf beiden Seiten im DAX häufig sehr aktiv sind, würde mich fast gar nicht wundern, wenn er ein bisschen tiefer reinrumpelt. Also zum Beispiel auch sowas wie ein Aufwärtsgap und dann erstmal nach unten durchtreten. Sollte der zurückkommen, hat er natürlich auch guten Auslauf, weil der hat jetzt hier eigentlich schon einen kompletten Aufwärtsstrang fertig stehen als Teilabschnitt, sodass das gar nicht schlimm wäre, wenn der jetzt von hier einfach, ich sag mal, von 67 oder so Aufwärtsgap und dann erstmal volle Möhre zurück Richtung so 630, 620. Im Zweifel könnte es sogar eine 580 werden. Das wäre sogar erlaubt. Hier runter in den Bereich und dann von hier wieder nach oben über den Freitag. Beziehungsweise schon vielleicht über den Donnerstagnachmittag, Freitag und dann oben raus. Also das muss man ein bisschen mit einkalkulieren, dass er da auch für den Rücklauf halt entsprechend Platz hat. Deswegen sollte man ein bisschen auf Sicht fahren, ein bisschen gucken, wie stabil steht er, wie drückt er vorwärts, wie stellt er die Hochs, wie stellt er die Tiefs, dass man über den Tag da ein bisschen dran bleibt. Ich meine, er kann auch direkt durch halt, ne? Da spricht nichts dagegen. Das ist eine Trendfortsetzung, Flaggenausbruch und so weiter und so fort. Aber erfahrungsgemäß, wenn er von der komplett unteren Seite direkt oben rausspringt, dann tut er immer noch mal nachstechen und eher ein bisschen stänkern. Von daher würde ich das dann nachher einfach mit im Hinterkopf behalten, sollte man bei seiner Positionierung also mit einkalkulieren, dass da doch ein deutlicher Rücklauf kommen kann. Nicht, dass man bei 600 da sitzt und alle Longs wegschmeißt und auf Short dreht und dann ballert der Typ von hier dann geradewegs nach oben los und setzt neue Hochs Richtung 800 rein. Ja, aber grundsätzlich Flagge gebrochen, genau das gleiche wie hier, ne? Demzufolge wäre jetzt die Trendfortsetzung und neue Hochs eigentlich zu erwarten. Ja, 800, 900, 865, 69, das sind alles so Anlaufpunkte, die auf der Oberseite dann interessant wären. Ja, Tagesschart sieht soweit auch jetzt nicht schlecht aus. Hat mit der grünen Kotze, sag ich schon, mit der grünen Kerze hier schön nach oben angelaufen. Könnte jetzt die Linie hier in Bezug nehmen. Auch die liegt im Bereich knapp über der 900. Also wenn er Bock hat, dann kann er schon mal ein paar andere Zahlen mal wieder nach vorne drauf drücken. Ja, also das sieht schon fast verlockend aus. Ja, die lila Linie und oberes Bollinger Band würde mir aber fast zum Freitag besser passen. So, mal gucken, wie sich der Donnerstag behaupten kann. Ja, gut. Also Ziele oben haben wir dann, Rücklaufmöglichkeit haben wir diskutiert. Stundenkerzen hilft da, ne? Wer sich da schwer tut zu unterscheiden, sind wir denn jetzt im Rücklauf, läuft er denn jetzt oben? Bisschen auf die Stundenkerzen gucken, das hilft am Donnerstag immer ganz gut, ne? Wenn da rote Stundenkerzen auf hohem Niveau sind, dann lieber einplanen, dass da ein bisschen mehr was zurückgehen kann. Dann haben wir durchgehend grüne Kerzen oder aus tiefem Niveau heraus grüne Kerzen, dann sind das eher Signale, dass da noch was kommen kann nach oben. Ja, Punkt. Mehr kann ich euch nicht mitgeben. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.